So, heute wird es richtig anstrengend. Das ist die dritte Wohnung, die ich gerade in Sendling Westpark abfilme, heute an diesem sonnigen Samstag. Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal Hindinger Immobilien on Tour. Ja, ich muss mal kurz das Mikro checken. Ich hoffe, das geht. Ja, ich denke, ihr hört mich gut. Ja, was darf ich euch heute oder jetzt noch präsentieren? Ich hatte ja als erstes die Wohnung drüben in der Scharnitzstraße. Komplettsanierung, sehr hochwertig, zwei Zimmer, 70 Quadratmeter mit Balkon, mit Riesenwohnküche. Die sogenannte, ja, sagen wir mal fast schon die sehr luxuriöse Wohnung. Dann habe ich euch jetzt gerade in der 244, auf der Garmischer Straße 244, im ersten Stock eine sehr bezahlbare, kostengünstige Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche abgefilmt, die teilrenoviert war. Die ist natürlich für jemanden, der sagt, er hat nicht so viel Geld und will trotzdem ein bisschen Fläche. So, und jetzt bin ich nochmal in der Garmischer Straße 244 im zweiten Stock. Die Wohnung ist noch nicht ganz fertig, also entschuldigt gleich die Detailansichten. Also ihr seht, da muss noch eine Putzfrau rein, da müssen noch ein bisschen Folien abgezogen werden. Das ist nochmal eine 50 Quadratmeter Wohnung und die ist komplett saniert im Erstbezug. Und die ist natürlich schon ein bisschen teurer, aber hat auch natürlich einen anderen Standard. Ja, mein virtuelles Schaufenster soll euch die Wohnungssuche erleichtern. Das heißt, ihr könnt gleich jetzt am PC und am Handy die komplette Wohnung mit mir zusammen besichtigen. Das soll euch die Arbeit oder die Suche erleichtern. Und natürlich ist es auch der Situation geschuldet, dass wir das Infektionsgeschehen möglichst gering halten wollen und deswegen mache ich mir diese viele Arbeit. Als kleines Honorar, auch für den Algorithmus, wäre es super, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hier hinterlassen könntet bei dem Video und gerne auch meinen Kanal abonnieren mit der Glocke, dann seid ihr immer bestens informiert über neue Miet- und Kaufobjekte in München und was wichtig ist, das ist kostenlos, wie immer bei YouTube, aber nicht umsonst. Das heißt, ihr werdet super schnell informiert, wenn ich ein neues Video online stelle und die Videos sind immer vorher online, bevor ich die Anzeige schalte. Das heißt, die Abonnenten meines YouTube-Kanals werden bevorzugt behandelt und müssen allerdings auch schnell sein. Das heißt, wenn euch jetzt gleich die Wohnung gefällt, fahrt ihr hier vorbei in die Garmischer Straße 244 im zweiten Obergeschoss, macht eine Außenbesichtigung, kurzes Beweisfoto, dass ihr da wart, weil viele lügen da auch mich an und sagen, ja, ich habe mir die Wohnung oder die Lage von außen angeguckt und das ist da nicht der Fall. Macht also ein Beweisfoto, schickt mir die Selbstauskunft mit dem Beweisfoto der Außenbesichtigung. Ich leite das sofort weiter an den Eigentümer und dann wird vorselektiert, nur mit den Kunden eine Besichtigung durchgeführt, die eben in Frage kommen und die schon vorgeprüft sind. Ja, das war's. Ich drehe die Kamera jetzt um. Letztes Video heute am Samstag, drei Wohnungen hier in Sendling-Westpark. Ihr findet alle drei auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde die natürlich jetzt schneiden und bearbeiten und dann online stellen. Zwei Wohnungen auf der Garmischer Straße 244 und die sehr luxuriöse, im Erstbezug befindliche Wohnung, wie diese auch jetzt hier im Erstbezug, noch in der Scharnitzstraße 8 für jemanden, der was Besonderes sucht. Also, viel Spaß bei der letzten virtuellen Tour heute an diesem sonnigen Samstag bei Hindinger Immobilien on Tour. Tschüss, danke. Ja, Kamera ist umgestellt und ich präsentiere euch jetzt diese 50 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung mit großer Wohnküche in der Garmischer Straße 244 im Erstbezug nach Komplettsanierung. Ihr seht hier schon, nein, die Küche ist nicht himmelblau, sondern hier müssen noch die ganzen Folien abgezogen werden. Das ist eine Weiß-Hochglanzküche, wie ihr es immer gerne bei uns schon in Sendling-Westpark auch gesehen habt. Eine sehr hochwertige Küche, weiß Hochglanz mit einer Granitimitat-Arbeitsplatte passend zum Boden und eben nagelneuen Geräten und sogar einer tollen Beleuchtung. Das kann ich euch jetzt leider noch nicht zeigen, aber ich glaube, für den ersten Eindruck reicht es. Und was ihr hier sehr schön sehen könnt, wir haben eine sehr große Wohnküche. 1, 2, 3, 4, also 4 Meter breit, also hier genau lang. Und breit ist es vielleicht über 3 Meter, also das hat, schauen wir mal kurz, 1, 2, 3, also das hat so 12 Quadratmeter, diese Wohnküche, und hier hättet ihr genügend Platz auch für einen Esstisch und für einen großen Kühlschrank, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Geschirrspüle hier einbauen, eigenständig auf eure Kosten.
immer in die 60er-Schränke, wo keine Spüle drüber ist, weil der Bauch dann natürlich das nicht möglich macht. Also hier wäre zum Beispiel auch eine Geschirrspüle möglich. Also die Küche ist nicht babyblau, sondern weiß Hochglanz. Und ich zeige euch das jetzt nochmal von hier. Also die Wohnung muss noch geputzt werden und die Folien abgezogen werden. Was toll ist, ihr habt direkt hier vorm Haus die U-Bahn-Haltestelle. Oh, wartet mal. Was ist jetzt hier mit meinem Licht? So, Entschuldigung. Hier habt ihr direkt die U-Bahn-Haltestelle vor dem Haus. Fenster wurden ja letztes Jahr komplett erneuert in der Wohnanlage. Auch der Eingangsbereich ist neu. Das heißt, hier die 30er-Zone hier oben hört ihr eigentlich überhaupt nicht mehr. Und es sind auch sehr hochwertige Fenster von der Firma Weiß und Weiß. Das ist auch ein sehr teurer Hersteller. Ja, dann machen wir mal weiter mit unserer virtuellen Tour. Wir gehen jetzt mal über die Diele. Werfen wir mal, hier sind wir reingekommen, wir sind im zweiten Obergeschoss. Ich habe euch ja schon gesagt, auch im ersten Stock habe ich fast die gleiche Wohnung nochmal. Die ist allerdings nur teilsaniert und auch ein bisschen günstiger. Und da findet ihr das Video auch jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Ich muss halt gucken, welche Wohnung als erstes und dann die anderen Wohnungen danach online gestellt werden. Aber die sind jetzt alle eigentlich fast zeitgleich. Bad ist komplett saniert mit weiß Hochglanzfliesen, in so einem Grauton gehaltener Fußboden und wieder schön mit Fenster. Das heißt, die Mädels freut's, wenn ihr euch hier schminken wollt, natürliches Licht. Hier in dieser Nische wurde schlauerweise auch gleich ein Waschmaschinenanschluss verbaut. Das heißt, hier könnt ihr also Zu- und Ablauf hättet ihr da und auch eine Steckdose. Das heißt, hier könnt ihr Waschmaschine und Trockner oben drüber stellen. Dann ist das schon mal hier schön versteckt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich irgendwie so ein Rollo hinmachen oder einen Sichtschutz. Ja, wie ihr lustig seid. So, und dann haben wir hier das schön auch belichtete Wohnzimmer. Das ist eigentlich baugleich zu der Wohnung, die ich euch unten gefilmt habe, im ersten Stock. Sie ist halt noch nicht geputzt. Aber das ist der Wohnbereich mit großen Fensterfronten hier nach Osten. Vorne hatten wir die Wohnküche, dann das Bad. Und ihr seht schon, trotz der 50 Quadratmeter Wohnung ist, also trotz der Fläche von 50 Quadratmetern, ist die Wohnung super geeignet, auch für ein Pärchen. Allerdings nicht für eine WG, wie die Wohnung auch im ersten Stock, weil das ist ein Durchgangszimmer. Das geht also nicht. Also optimal wären Pärchen oder ein Alleinstehender, der sagt, er hat jetzt Homeoffice-Bedarf und braucht mehr Fläche. Das ist ja im Moment auch ein bisschen unterschiedlich. Die Wohnungssuche hat sich wieder ein bisschen verändert. Früher haben sich viele verkleinert und haben gesagt, nee, ich brauche nicht so viel Platz. Und jetzt ist eigentlich seit der Pandemie der umgekehrte Trend wieder zu erkennen. Viele vergrößern sich, klar, weil viele ja jetzt auch im Homeoffice sitzen, zumindest ein paar Tage in der Woche, und da braucht man schon ein bisschen mehr Platz. Ihr seht auch diesen schönen Boden mit weißen Sockelleisten, sieht toll aus, aber das kennt ihr ja bei mir schon. Die Eigentümer, die hier im Sendling Westpark die Häuser besitzen, machen das immer sehr geschmackvoll, und ich finde, das passt auch zu allen Möbelstilen dann. Ja, und dann haben wir eben hier das große Schlafzimmer, wie gesagt, die U-Bahn, haben wir ja schon gesagt, ist direkt vorm Haus und auch ein Supermarkt ist da. Und hier hinter dem Haus beginnt dann auch gleich der schöne Westpark. Und ich gehe jetzt euch mal dieses Zimmer grob ab, weil wir ja keinen Grundriss haben. 1, 2, 3, 4, 5, 5,50 Meter ungefähr. Und 1, 2, 3. Also dieses Zimmer hat so ungefähr 18 Quadratmeter. Was wollte ich euch damit zeigen? Dass ihr zum Beispiel das Bett ganz gut hier an diese Wand stellen könnt oder hier an diese Wand. Und dann hättet ihr entweder hier hinten noch mindestens 3 Meter Stellfläche hinter der Nische, also 60er Nische hinter der Tür, könntet ihr da einen Kleiderschrank stellen, oder wenn ihr hier das Bett macht, das ist ja dann 2,10 Meter lang ungefähr, hättet ihr immer noch Platz auch für einen Kleiderschrank hier. Ich denke, das wird auch ganz gut gehen. Oder man könnte sagen, man stellt das Bett hier hin, gleich bündig,
Und dann könntet ihr hier hinten auch noch einen Schrank hinstellen und oder eben irgendwo noch einen Schreibtisch für Homeoffice. Ja, das war's. Also ich hoffe, meine letzte virtuelle Tour hat euch heute gefallen. Das sind 3 Wohnungen in Sendling-Westpark. Für jede Preisregion habe ich etwas anzubieten, auch für jeden Geschmack. Fahrt hier vorbei, macht eine Außenbesichtigung, seid schnell, weil diese Wohnungen sind im Verhältnis immer sehr kostengünstig und bezahlbar und deswegen auch schnell weg. Macht eine Außenbesichtigung, schaut euch die Lage an, schickt mir die Selbstauskunft mit dem Foto der Außenbesichtigung und dann wird vorselektiert, werden dann Besichtigungen durchgeführt mit Interessenten, die in Frage kommen und die der Eigentümer abgesegnet hat. Ich mache euch jetzt ein paar Bilder noch. Küche ist wie gesagt nicht babyblau, sondern weiß Hochglanz, nachdem die Folien abgezogen sind. Und ich bedanke mich, dass ihr mal wieder auf meinem Kanal dabei wart und abonniert den gerne mit der Glocke. Dann seid ihr schnell informiert und vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wenn euch die Wohnung gefällt, könnt ihr mir das gerne auch in die Kommentarfunktion schreiben. Das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Baden und ich schneide jetzt die Filme. Tschüss!